nicht weg. Wenn du so aufreizend dastehst? Um 7 gibt's Essen. Schaffst du das? Na klar. Am 6. September gegen 17.30 Uhr verließ Herr Fabian Lancelotti sein Einfamilienhaus, um ins Fitnesscenter zu fahren. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Das ist die Mailbox von Fabian Lancelotti. Hinterlassen Sie bitte Ihre Nachricht nach dem Beep. Fabian, ich bin's. Wo bist du? Ich mach mir Sorgen, ruf mich bitte zurück, sobald du das abhörst. Hab ich jetzt den Scheiß geträumt? Ich hab geträumt, ich krieg keine Luft mehr. Dabei habe ich schon so lange zum Rauchen aufgehört. Dorit, was war denn das? Die Autotür von einem Geländewagen. Oh, Scheiße, das ist mein Mann. Ich hab gedacht, er ist in Spanien. Was machen wir jetzt? Ja, Scheiße. Jetzt gehst du runter und sagst Scheiße, hallo. Das merkt er doch, ey, wie ich ausschau. Ja, sag mal, du hast ein bisschen Sport gemacht. Scheiße, er schmeißt mich raus. Ja, oh Gott. Ganz ruhig bleiben, okay? Das merkt er nicht. Stefanie! Stefanie! Das schaffst du. Harald Neuhaus als einer der fähigsten und begabtesten Ermittler Bayerns. Deswegen habe ich ihn ausgesucht. Herr Neuhaus ist ein hervorragender Kriminalbeamter. Seine privaten Belange tun hier nichts zur Sache. Und nebenbei, er ist Träger des Bayerischen Verdienstordens. Servus! Wichser, was hast du mit meiner Frau gemacht? Nix, gar nichts. Ich würde sagen, wir zwei fahren jetzt einfach wieder heim, ist doch nichts passiert. Was nichts passiert? Was nichts passiert, du Pisser! Ja, oder wir gehen was trinken und reden ein bisschen. Was willst du? Schnall dich jetzt ab, Mann! Na gut, mach doch. Du trittst doch nicht um das Tor, du Arschloch! Und was ist mit dem Fußballspieler, den er neulich zusammengeschlagen hat? Mir ist der zu unberechenbar. Dann passt es doch gut zusammen. Ich bin die Schulter ausgekugelt, weißt du, wer ich bin, Mann? Logisch. Hängst du mir jetzt alle Nieten an? Du, so redst du nicht mit mir. Das sind die Leute, die ich dir geben kann, damit du Arbeit hast, damit du deine Pensionsansprüche behältst. Und ich tue das aus Freundschaft. Und ich bin dein einziger Freund. Weil bestimmte Leute meinen, du bist gar kein Polizist mehr. Sondern ein Lehrer. Das war eine Ermittlungsmethode. Also du ermittelst nicht mehr, Ludwig. Du hast jetzt eine neue Aufgabe. Du bist jetzt Chef. Und wovon genau bin ich Chef? Einstellungsverfahren. Wenn die Kollegen vom Mord feststellen, dass sie nicht mehr ermitteln müssen, weil bestimmte Fälle gar keine Mordfälle sind, dann gibt's ab jetzt ein neues Team. Dieses Team, das geht zum Bürger und zur Presse und sagt, Herrschaften, es liegt überhaupt keine unnatürliche Todesursache vor, wir ermitteln nicht mehr. Und ansonsten widmet sich das Team der Übergabe und der Archivierung. Und der Chef dieses Teams, lieber Ludwig, das bist du. Tata! Und wo ist mein Zimmer? Ja, ihr habt einen Raum. Das ist der ganze Witz. Flache Hierarchie, Transparenz. Kennst du den Spruch? Friss Vogel oder stirb.
Und dann habe ich hier noch wen. Einen ungeschliffenen Rohdiamanten quasi. In München steht ein Hofbräuhaus, doch Freudenhäuser müssen raus, damit in dieser schönen Stadt das Laster danke sehr. Skandal im Sperrbezirk, Skandal im Sperrbezirk. Danke sehr, Frau Flierl. Schön. Flierl heißt die. Mit IE. Ist das die Tochter von unserem Polizeipräsidenten? Nichte. Aber ist es nicht wurscht, wo jemand herkommt? Kann ich nicht jemand anders haben? Einen Mann. Meinetwegen auch einen ganz jungen. Die Flierl ist spitze. Wissen Sie, entweder man hat Talent oder man hat keins, das merkt man sofort. Und ich sage Ihnen wirklich aus langjähriger Erfahrung, Sie haben keins. Haben Sie einen Beruf? Ja, also... Wie bitte? Also, auf alle Fälle bleiben Sie dabei. Ich weiß, das klingt gemein jetzt, aber ich tue Ihnen einen Gefallen. Die Angelika Flierl ist eine Polizistin aus Hingabe. Danke für die Kritik. Bitte. Ihr Beruf ist Ihre Berufung. Das Einzige, was sie braucht, ist ein bisschen mehr Erfahrung. Guten Morgen. Willkommen im neuen Büro. Abi. Ich bin kein Freund des Selbstmitleids, dich habe ich auch nicht so in Erinnerung. Jetzt arbeiten wir hier und das machen wir gut. Grüß Gott. Frau Flierl, fast pünktlich, das ist schon mal gut, freut mich sehr. Harald Neuhauser, Ihr Kollege, Frau Flierl. Grüß Gott. Grüß Gott. Ihr Bereich, Frau Flierl. Noch Eingangsdatum, bitte. Eine Bürgerin aus der Gemeinde Engelbach sagt, ihr Mann sei vor 3 Monaten entführt worden. Die Ermittlungen der dortigen Kollegen haben ergeben, dass er sich abgesetzt hat. Deswegen fahrt ihr da mal zusammen hin. Ja, gern. Mit der Frau Flierl geh bitte pfleglich um. Ist sie so pflegebedürftig? Ich wäre froh, wenn du einen gewissen Abstand warst. Nicht wie früher bei den anderen Kolleginnen. Bist doch jetzt eben eher im Fußballsegment unterwegs. Also erstens will ich die gar nicht und zweitens habe ich noch nie was mit einer Kollegin gehabt, schon aus Prinzip nicht. Du hast aber den Ruf. Du hast selber einen Ruf. Nicht zu Recht. Ich fahr nicht mit der, die kann ja nicht einmal aufrecht sitzen. Sie ist der Grund, dass diese Abteilung überhaupt existiert. Das ist die Nichte vom Polizeipräsidenten. Frau Lanzelotti hat 30 Briefe geschrieben. Sie glaubt, dass ihr Mann entführt und ermordet wurde. Naja, so sind's die Querulanten. So mit der Luftzirkulation ist alles in Ordnung, oder soll ich ein bisschen die Klimaanlage anmachen? Was soll man da jetzt genau machen? Nix. Bisschen freundlich sein, zuhören und dann fahren wir wieder schön heim, gell? Alles in Ordnung, Frau Flierl. Mir wird schlecht, wenn ich im Auto lese. Gerade ausschauen in den Himmel, nein, das beruhigt das Auge. Wollen wir uns vielleicht duzen? Magst du vielleicht klingeln? Grüß
gehört Frau Lancelotti, Kripo München, Angelika Flierl. Und das ist mein Kollege Neuhauser. Grüß Gott. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Kommen Sie rein. Sorry, ich hab's nicht so mit Namen. Ist ja schwer zu merken. Mein Mann Fabian Lancelotti ist am 6.9. um 17.35 Uhr zu PowerFit gefahren, dem Fitnesscenter in Engelbach, mit seiner schwarzen Limousine. Ich war gerade dabei, Lachs zuzubereiten. Und er hat sich noch die Hände gewaschen, kurz bevor er gegangen ist. Um 7 gibt's Essen. Schaffst du das? Na klar. Um 19 Uhr wollte er wieder zurück sein. Um 19.35 Uhr, als ich ihn zum ersten Mal angerufen habe, ist er nicht ans Handy rangegangen. Ab 21 Uhr war das Handy aus. Fabian, wo bist du? Ich mache mir Sorgen. Jetzt ruf mich zurück, sobald du kannst. Dann habe ich um 21 Uhr telefonisch beim Fitnesscenter erfahren, dass er niemals dort war. Frau Lancelotti, das steht aber alles bei uns im Protokoll. Und habe bei der Polizei erfragt, ob es einen Unfall gab. Das war um 21.30 Uhr. Mein Mann ist freiberuflich tätig als IT-Berater. Hier ist sein Büro. Mhm. Wochenweise hat er dann bei den Firmen gearbeitet, die er beraten hat. Aber hier im Dorf ist er verschwunden. Ja, theoretisch könnte er ja wohin gefahren sein. Nein, vor allem nicht nach Italien, wie Ihre Kollegen behaupten. Kann ja gar nicht richtig Italienisch. Es gibt Männer, die führen ein Doppelleben, das glaubt man gar nicht. Ich habe Gespräche mit seiner Ex-Freundin geführt aus Köln, habe alle seine Freunde, Verwandten, Arbeitskollegen angerufen. Keiner hat was gehört. Es gab keine Geliebte. Wir hatten eine glückliche Ehe. Hier und hier sind Protokolle. Können Sie gerne anrufen. Danke. Gut, Frau Lancelotti. Warum haben Sie das alles aufgeschrieben? Aber das sind doch die Fakten. Das sind die Beweise. Sonst glaubt mir ja keiner, dass mein Mann umgebracht worden ist. Und wer hat ihn denn Ihrer Meinung nach ermordet? Das weiß ich doch nicht. Hat man Ihnen gesagt, dass ich eine Querulantin bin? Nein. In einem Dorf, die hassen uns. Nicht mal die Polizei kümmert sich. Die ermitteln gar nicht, dabei hat jemand von hier meinen Mann umgebracht. Und warum? Wenn ich's doch nicht weiß. Hat Ihr Mann Feinde? War eher so allgemein, seitdem wir hierher gekommen sind. Brauchen's was? Oben im Bad ist ein braunes Fläschchen, aber ich hol's schon. Das ist aber ein toller Tisch. Frau Lancelotti, was ist denn das für ein Holz? Elsbeere. Der Baum des Jahres 2011. Es ist schrecklich, wenn einem keiner glaubt. Aber Sie glauben mir. Okay? Was hat denn der Psychologe so gesagt? Wer? Na, die Kollegen werden noch einen Psychologen geschickt haben. Gar nichts haben die gemacht. Aber jetzt sind sie da. Wollen Sie einen Kaffee? Ja, gern. Ja. Na, oder lieber nicht. Wir trinken keinen Kaffee, danke. Aber wissen Sie, ich kenne meinen Mann schon seit dem Studium. Wenn er mich verlassen würde, dann würde er es anders tun. Aber... Ja, danke, Frau Lancelotti. Wir müssen es jetzt leider packen. Und morgen ruft sie dann der Opferschutz an. Ja, aber Sie rufen doch an. Ja, wir sind auch von der Kriminalpolizei. Kommst du? Und es besteht ja auch kein konkreter Verdacht. Das ist doch auch eine gute Nachricht. Aber warum haben Sie mich denn alles noch mal gefragt? Wiederschauen, Frau Lancelotti. Ich habe gedacht, Sie machen was. Ich habe gedacht, Sie glauben mir. Kommst du? Warten Sie.
Nimm jetzt bloß den Kuchen jetzt, sonst glaubst du, wir helfen dir. Der ist für Sie. Danke, Frau Lanzelotti. Wirklich sehr nett, aber wir müssen jetzt los. Wiederschauen. 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 Schau, da glotzt die Nachbarin. Ja, so ist es halt am Dorf. Aber das klang alles so echt. Ich habe nicht das Gefühl, dass die lügt. Sag, was meinst du? Was denkst denn du jetzt? Da sagt man, wo das Handy sich zuletzt eingebootet hat. Einmal da in der Nähe vom Ort und dann 30 Minuten später auf der Autobahn nach Italien. Kurz vorm Brenner hat der Herr Lanzelotti dann wieder ausgeschaltet. Diese arme Frau, die ist ja von inneren Nöten zerrissen. Die sagt jetzt natürlich, ihr Mann ist entführt worden, ermordet. Das ist schon schlimm, wenn einem der Ehemann davorläuft. Wie waren die so, die Lanzelottis? Die sind ja erst vor kurzem dahergezogen. Das waren anständige Leute. Waren die beliebt? Ja, freilich, total. Eine Hundertschaft hat die ganze Gegend abgesucht. Die haben natürlich nichts gefunden. Haben Sie der Dame einen Psychologen geschickt? Und es gibt natürlich kein Strafgesetz, das es einem verbietet, wieder zu verschwinden. Meine Kollegin wollte wissen, ob Sie einen Psychologen hingeschickt habt. Ja, die wollte ja keinen. Wir haben alles versucht. Wir kümmern uns schon umeinander in der Gegend. Das ist schon anders als in der Stadt. Die Frau ist am Ende vor Kummer. Und diese arme Seele versucht jetzt natürlich, die Schuld bei irgendjemand anders zu suchen. Klar, oder? Könnten Sie mir da vielleicht eine Kopie machen? Machst du mal eine Kopie? Ja. Also ungefähr hier war das Handy vom Lanzelotti zum letzten Mal eingeloggt. Und dann erst wieder eine halbe Stunde später auf der Autobahn. Also ist schon komisch, dass es überhaupt keine Spur mehr von den Menschen gibt. Kein Anruf, keine Kontobewegung, niemand, der ihn noch mal gesehen hat. Also du glaubst der Frau Lanzelotti? Du, ich glaub, dass sie das glaubt, aber deswegen muss es noch lange nicht wahr sein. Und wenn die im Dorf wirklich was gegen die hatten? Der Kollege hat gesagt, sie haben nichts gefunden. Einen konkreten Verdacht gibt's nicht. Wir schließen den Fall ab. Tut die denn nicht leid, die Frau? Du, ich bin ein objektiver und nüchterner Beamter. Außerdem kann sie sich von meinem Mitleid eh nichts kaufen. Ich habe ein komisches Gefühl. Dann schreibe ein Gedicht. Ich müsste mal aufs Klo. Hat das eine Zeit bis zur Autobahn? Ungern. Ich halte da vorne am Gebüsch. Du, ich gehe auch immer ins Gebüsch. Aber klar, logisch fahre ich auch gerne ins Dorf rein, wenn es so dringend ist. Es ist ja auch kein Umweg. Hoppala. Nicht erschrecken, ich bin der Facility Manager. Ich kontrolliere nur den Putzplan. Hoppala. Da, bin schon wieder weg. Du, schau mal. Der da drüben, der jetzt gerade reingeht. Das müsste doch einer von der Landpolizei sein. Jetzt hinterhergehen, sich ansprechen lassen, rausfinden, was die Kollegen so denken. Natürlich ohne, dass die merken, dass man selber von der Polizei ist. Das wär's jetzt. Unser Chef, der Ludwig, der Kunde ist, der geborene Schauspieler. Na und? Ich auch? Na, das kann doch nicht jeder. Da muss man ja subtil sein. Ich geh rein. Die reden mit mir. Du, Angelika, da braucht man Talent für sowas. Du hast ja keine Ahnung, wie subtil ich bin. Hier beide der Duschen ausgerutscht, da lachen wir da. Weil ist doch mehr der Verletzte ist, dass er spielt, oder? Kannst du vergessen. Der so ein Zipfi ist das, oder? Und was die verdienen? Ja. Ja. Prost. Prost. Yeah. Entschuldigung. Yeah. Entschuldigung, das tut mir so leid. Ja. Haben Sie es erwerbt für mich? Oh, sag mal. Das ist Sie für Anni. Danke. Ja. Das zahle ich frei. Ja, ja. Wollen Sie uns dann ausgeben? Freilich. Wo
willst du aber schon was mittrinken? Aber nur was Leichtes. Maria, ich bring uns da so ein oranges Weihwerkshöf da. Ein Spritz? Ja, genau, ein Spritz. Da sitzt die her. Ja. Mal her. Ist das warm hier? Ja, ist ja kein Wunder, wir haben ja noch eine Hitze, gell? Wo kommen wir denn her? München, aber da ist es so wild und laut. Zum Bulli? Danke. Ganz anders als wir hier. Nee. Prost. 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 Die Ruhe. Hier passiert nie was, gell? Außer Volkstanz. Volkstanz. Ja, wie man es nimmt, gell? Kühe und Kirchen. Wie geil ist das denn? Vor zwei Monaten. Da ist einer verschwunden. Spurlos. Durchgebrannt mit der Geliebten. Der Klassiker. Nein, nichts Klassiker. Es war ganz anders. Es war ein Mafioso. Mafia? Ja. Hier. Das interessiert die junge Dame doch nicht. Aber das ist doch krass. Haben Sie vor so wem keine Angst? Vor so einem italienischen Kurzhaxler, wenn mir Angst hat. Naja, dem hab ich schon gleich gesagt. Okay. Ja, wie heißen denn Sie? Angie. Angie. Maria, bringst du uns noch so einen Spritz für die Angie? Wegen einer Kontrolle 90 Minuten wartet. Auf die Angie! Prost! Prost! Auf der A9 10 Kilometer Stau nach mehreren. Und wie genau haben Sie es jetzt dem gezeigt, dem Mafiosi? Ich mache nicht umsonst Kampfsport. Zum Wohle. Bitte. Und der Helles. Da habe ich gleich gesagt, du brauchst mir gar nicht so nahe kommen, gell, du Lancelotti, du. Und der hat Sie schutzgeldmäßig bedroht, schätze ich mal. Ja, so weit haben wir es ja gar nicht kommen lassen. Mit der in unser Dorf gekommen ist, bin ich gleich rüber, hab gesehen, gesagt, du pass auf, gell, mir kommt keiner blöd. Cool. Und wie habt ihr gecheckt, dass der von der Mafia ist? Der hat einen niegelnagelneuen Jaguar gefahren. Mhm. Wo hat denn so einer so viel Geld her? Mhm. Dann hat er sich ein Mordstrom-Haus gekauft. Du, Mann, ich tät dann gehen. Soll ich heimfahren? Ja, gleich. Von dem Mann Abflug, mir hockt nur ein wenig. Das ist mein Bruder. Mhm. Ich komm noch schon. Ja, gut, na, aber nicht mehr so lang. Und drittens, schau, wenn sich einer so plötzlich in Luft auflöst, ja, das muss ja irgendwas mit organisierten Verbrechen zu tun haben. Und die Frau von dem? Was sagt die? Ja. Der wird doch eine Frau gehabt haben. Ja, die schon, aber die Frau Lancelotti, die ist promiske. Wie bitte? Rumgevögelt hat's halt. Ja, deswegen hat sie ja nicht mitgenommen, aber untergetaucht ist mit der Mafia. Ja. Jetzt da. Chin chin. Chin chin. Chin chin chin. Und Sie? Wer verwöhnt noch Sie? Jetzt bräuchte ich ein Wasser, bitte. So reicht's aus, gell? Was kann Mauser, der die Mausel? Nein, Mausi. Was er meint, der fragt, ob du einen Freund hast. Oder magst du was essen? So, wir gehen jetzt. Hey, bist du der Herr Mauser, oder was? Nein, es ist der Harald. Richtig, Harald. Servus, grüß euch. Also, schönen Abend, komm. Ja, jetzt, was ist denn? Guck dir mal her, Herr Harald. Jetzt sei es ungemütlich, du, deine Begleitung, die wollte noch ein bisschen da bleiben. Ich muss noch zahlen. Gut, Mama. Also, schönen Abend noch, gell? Servus. Ja, ja, hey. Was ist das für eine Tür? Du einfach ein paar Geldscheine da auf den Tisch werfen und dann sich verzupfen, oder was? Das geht bei uns nicht. Du, das darf ich mir von so einem Fall nicht gefallen lassen. Ja, nicht. Ja, das lassen wir auch nicht, oder? So ein Krackler da. Du! Hä? Schau, wie subtil ich bin. Ja, hab schon gesehen. 40 Euro ist doch voll zu viel. Das passt jetzt schon. So, einsteigen. Obacht, komm. Hey, du Stenz! Warte mal!
Hörst du nicht, ich rede mit dir. Du sagst das erste Mal Entschuldigung. Verstehst, so schaut's aus. Jetzt geh jetzt bitte vom Auto runter, sonst fallen sie auch mir nicht los vor. Kann es sein, dass du eine aufs Maul brauchst? Hör du! Ja! Mann, jetzt hört auf! Willst du vielleicht einsteigen? Na, Mann, jetzt Arsch. Gehen wir wieder rein. Jetzt komm. Ich vertrag keinen Alkohol, sorry. Das hab ich gesehen. Ciao. Lass mal durch, mein Führer. Er ist Mafioso und sie vögelt rum. Sinngemäß haben sich die Kollegen so eingelassen. Klingt das hasserfüllt. Lallig. Du hast jedenfalls gut Kontakt aufgebaut. Wir konfrontieren die mit ihren Aussagen. Halt nimmer, wo wohnst denn du? Wir klären jetzt, wer den Mann umgebracht hat. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I've got no summertime. Vorsicht, Kopf. Das war ein guter Ermittlungserfolg. Unser Chef war im Irrenhaus, gell? Ja, wer ist er? Fantastischer Kriminaler. Bisschen unberechenbar vielleicht. Stopp! Falsche Loch. Also, gute Nacht. Angelika! Eigentlich bewundernswert, wie unemotional du bist. Sehr witzig. Trainer Zweck mitteilte, hatte sich Schöber bei einem Trainingsspiel die Schulter ausgekugelt und steht zum Freundschaftsspiel in der München Arena nicht zur Verfügung. Servus, Angelika. Schau mal, lieber Thierry. Die Verkehrsüberwachung, bitte. Es geht um die Autobahn Innsbruck Richtung Brenner am 6.9. im Zeitraum zwischen 19 und 22 Uhr. Der betreffende Wagen ist auf keiner der Aufnahmen zu sehen und jetzt wollte ich fragen, ob es vielleicht noch weitere Aufnahmen gibt. Ja? Das Kennzeichen des betreffenden Wagens ist Emil Dora. Cäsar 571. Ja. Moment. Die Frau Fierl riecht nach Alkohol, wisst ihr? Die Frau Lanzalotti sagt, dass jemand aus dem Dorf ihren Mann umgebracht haben muss, weil sie alle so hassen, sagt sie. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Und da kommen wüste Beschuldigungen bis hin zur Mafia-Zugehörigkeit vom Herrn Lanzalotti. Deswegen habe ich jetzt eine Theorie. Hab ich auch. Ich will wissen, warum die Frau Fleur so nach Alkohol riecht. Cäsar, du löst doch nichts aus. Und wenn es die Tochter vom Chef ist? Ja, ich warte. Sie ist die Nichte. Und sie gibt sich Mühe. Jetzt schau dir sie mal an. Ja, ist gut. Ja, danke. Ich würde gern noch was sagen. Tut's nichts, Frau Fnirl. Es reicht, wenn Sie ausatmen.
sein. Hier, halt schneller. Darf ich mich setzen? Keine Angst, ich bleib nicht lang. Ich habe nur gedacht, der Herr Franco hat so viele Freunde am Bodensee und in Bayern. Das heißt, er ist immer noch am Drücker. Warum frage ich ihn nicht selbst? Sagen Sie, hat in der Gemeinde Engelbach ein Herr Lancelotti für euch gearbeitet? Ich erwarte nicht, dass Sie ja sagen, wenn es so war. Ich erwarte nur, dass Sie nein sagen, wenn es nicht so war. Was habe ich davon, wenn ich mit Ihnen rede? Sie steigen in meine Achtung. Und ich denke, dass Sie nicht unbedingt in eine Achtmannzelle nach Sachsen-Anhalt verlegt werden wollen, weil da sind Sie nicht so beliebt wie hier in München. Also, kennen Sie einen Fabian Lancelotti? Nein. Super. Danke. Also, arrivederci. Du wirst auch immer älter, Herr Kommissar. Ich hoffe, dass du nicht so bald stirbst. Da haben wir was gemeinsam. Deine Leute haben gestern die Kollegen vom Landkreis regelrecht belästigt. Und sie waren betrunken. Soll ich die Abteilung wieder zusperren, sag? Ein Computerfachmann verschwindet. Die Ehefrau sagt, er wurde ermordet. Unsere Kollegen behaupten am Stammtisch, er wäre von der Mafia. Offiziell sagen sie nichts. Schreib's ins Protokoll, gib's weiter, halt dich raus. Was sagt denn der Frau dazu, dass du deine Pensionsansprüche wieder hast? Soll sie sich wieder Sorgen machen? Hm? Grüße von mir. Das mache ich. Danke, Helmut. So, Lancelotti war nicht bei der Mafia. Und Harald, ich finde deine Theorie interessant. Fahrt sie bitte nochmal los. Also auf die Theorie bin ich sehr gespannt. Bist du eingeschnappt? Weil ich spüre da so eine gewisse Distanz. Wegen gestern. Ich vertrage keinen Alkohol, zumal ich starke Histamine nehme, weil ich bin nämlich Allergikerin, nur damit kein falscher Eindruck entsteht. Da hinten hat sich das Handy vom Lancelotti eingebootet und danach erst eine halbe Stunde später auf der Autobahn Richtung Brenner. Von hier fährt man ca. 10 Kilometer auf die Landstraße, damit man auf die Autobahn kommt. Das dauert maximal 20 Minuten. Können wir das nicht im Auto besprechen? Jetzt wart halt. Wenn man durch den Wald läuft und den Weg kennt, dann ist man in 5 Minuten bei der Autobahn. Verstehst du, was ich sagen will? Na. Na, entweder du fährst mit dem Auto in 20 Minuten hier zur Autobahn oder du gehst zu Fuß durch den Wald und bist in 5 Minuten hier oben. Aber wieso sollte der Herr Lancelotti da hochlaufen? Ich rede nicht vom Lancelotti, ich rede von seinem Handy. Aber die Theorie ist doch, er fährt über die Landstraße zur Autobahn und erst nach 20 Minuten bootet sich sein Handy wieder da ein. Ja, oder jemand ermordet den Lancelotti im Bereich einer Funkzelle da unten. Und dann geht er zu Fuß nach 20 Minuten durch den Wald hierher und wirft dann das Handy hier auf den Laster. Und irgendwo am Brenner geht's dann aus. Und die Leiche vom Herrn Lancelotti und sein Wagen sind noch im Dorf. Das wäre die Theorie. Aha. Da kommt der Faschingszug. Grüß Gott. Grüß Gott. Habe ich die Ehre? Servus. Willst du was zum Trinken? Na danke, ausnahmsweise nicht. Wie heißen denn bitte die Herren, die mir gestern so viel von der Mafia erzählt haben? Wer? Zum Beispiel der nette Herr mit dem Janker und derjenige, der mich auf die Promiskuität von der Frau Lancelotti hingewiesen hat.
Der andere. Der Herr, der gestern unbedingt schlägern wollte. Was? Was soll der gesagt haben? Diese Münchner Arschlöcher, diese Geschissen. Red mein Kollege in Chinesisch. Wir brauchen die Namen von den Gästen. Nein, das mit der Mafia, das war halt so ein Geschmatz. Mehr denn nicht. Aber das muss doch irgendwo herkommen. Haben Sie das Umfeld von den Lancelottis geprüft? Sie, hätten Sie sich gestern wie normale Kollegen vorgestellt? Liebe Freunde, tut's der guten Frau einen Gefallen. Lasst die Dinge ruhen. Wenn der ihre ganzen Seitensprünge rauskommen, das bringt ja den Ehemann auch nicht wieder zurück. Was denn für Seitensprünge? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber da braucht's ja kein Schwein, das da noch im Dreck umeinander wühlt, oder? Wie meinen Sie jetzt da konkret mit Schwein? Hm? Angelika? Meint der Kollege mich, wie interpretierst du das? So wie er lacht, möglich. Klar, ich habe ja also einen rosigen Tag, gell? Ja, dann kann ich Sie ja anzeigen wegen Beleidigung, Herr Kollege. Das war eine Redensart. Da habe ich ja nicht Sie persönlich gemeint damit. Ach so? Wen dann? Haben Sie vielleicht gemeint, dass Sie das Schwein sind, weil Sie die ganze Zeit im Dreck rumwühlen? Natürlich nur privat, weil dienstlich macht sie sowas ja nicht, gell? Stimmt's? Nee, so redet man nicht miteinander, gell? Außer im Wirtshaus. Sie waren gestern bummvoll, dafür haben wir Beweise. So, wir brauchen jetzt diese Registerauszüge von den beteiligten Herrschaften gestern aus dem Wirtshaus. Da würde der Herr mit dem Janker bitte dabei gewesen sein. Aha, merk schon. Ihr braucht so Motivationshilfe. Dann rufen wir jetzt den Staatsanwalt an. Haben wir gleich. Die Registerauszüge? Ja, warum sagen Sie das nicht gleich? Fipsi? Ehrlich? Gustav Bernlocher. Schau her, und da ist der Typ, der sich gestern unbedingt mit mir prügeln wollte. Du bist gar nicht so cool, wie du tust, gell? Doch, doch. Ich bin im Prinzip extrem rational eigentlich. Weißt du was, Angelika? Wir teilen uns jetzt auf. Das tut mir leid, wenn da jetzt ein falscher Eindruck entstanden ist, aber ich kenne diese Lancettis gar nicht. Das hat sich aber gestern anders angehört. Ja, schauen Sie, hier in dieser Gemeinde, da passiert ja nichts. Und wenn dann mal jemand so spurlos Genitalien verschwindet, ja, dann wird halt geredet. Ja. Ich meine, träumt ja so mancher davon, mal einfach so abzuhauen. Raus aus dem Alltagstrott! Also Sie beneiden einen verschwundenen Mann und deswegen reden schlecht über ihn. Es kommt Ihre Sekretärin und sagt, Sie haben einen Termin, gell? Sie haben doch da gerade irgendwo draufgedrückt. Na? Herr Bernlocher, Sie haben einen Termin. Ja, danke, ist schon gut. Ja. Sie haben ja recht. Ich hab blöd dahergeredet. Ich wollte Sie halt beeindrucken. So ein attraktives Fräulein aus der Stadt. Nur seit 30 Jahren Dünger, jetzt Biogas, das ist halt nicht so interessant, wie das klingt. Ich hab was Tolles erzählen wollen. Und ich kennt diese Lancellis nicht. Lancelotti. Ja, die kenn ich auch nicht. Hallo, Herr Enfelder. Ja? Neuhauser von der Kripo München. Wir haben gestern das Vergnügen gehabt. Sie haben meiner Kollegin so viel über die Lancelottis erzählt. Hallo? Hallo, Herr Enfelder. Haben Sie sich vielleicht eingezwickt? Soll ich ein bisschen an die Füße ziehen? Was wollen Sie schon wieder? Mit denen muss ich überhaupt nicht reden, weil sie kennen mir juristisch gar nichts. Das müssten Sie bei Ihnen zwar vorstrafen, aber besser wissen. Sie sind jetzt nicht aggressiv, gell? Weil wenn Sie nämlich aggressiv werden, dann nehme ich Sie mit nach München in Untersuchungshaft. Okay? Also, Sie haben Streit gehabt mit dem Lancelotti. So ein Schmarrn, überhaupt keinen Streit gehabt. Ich habe nur irgendwann einmal gesagt, wenn er mir was getan hätte, dann hätte ich mich gewehrt. Ich kenne die Lancelottis überhaupt nicht. Woher wissen Sie dann, dass Sie promiskus und ich ein Mafioso? Das war doch bloß ein Witz. Nicht aggressiv sein. Wir wollten die Frau bloß verarschen gestern.
Haben wir nicht wissen können, dass das eine Kollegin von einer ist? So, Herr Enfeld, jetzt sage ich noch mal was. Ich glaube, dass der Herr Lancelotti umgebracht worden ist. Und dass hier so viele Lügengeschichten erzählt werden, weil es in Wirklichkeit einer aus dem Dorf war. Und deswegen frage ich Sie, wie kommen Sie drauf, dass dieser Mafioso war? Mein Gott, da kommen die zwei daher und kaufen das riesige Haus, legen einen Haufen Kohle auf den Tisch und dann macht man sich halt seine Gedanken, oder? Ja, ich merke schon, Sie sind ein großer Denker. Grüß Gott, kann ich Ihnen helfen? Ist das der Gatte? Was? Toni, Anton Bernlocher, grüß Sie. Grüß Sie. Bernlocher? Sind Sie verwandt mit dem Gustav Bernlocher? Ja, ich bin der Bruder. Bruder, ist seine Klofrau und sonst gar nichts. Ich bin der Facility. Tut mir leid. Mann ist manchmal ein bisschen aufgeregt. Ich reg mich überhaupt nicht auf. Ja, wie schaut's denn bei Ihnen aus? Kannten Sie die Lancelottis? Ja, halt vom Sinn. Das waren doch bloß zwei Zugreiste. Wir haben doch überhaupt nichts mit denen jetzt da gehabt. Na gut, danke fürs Gespräch. Man sieht sich. Jetzt lass dich nicht immer so provozieren. Hör mir doch du auf, ich lass mich überhaupt nicht provozieren. Jetzt kommt's runtergefahren. Wischnerin fährt Richtung Tankstellen. Die kannten die Lancelotti gar nicht. Und trotzdem behaupten sie, die ist fremdgegangen. Naja, man kennt sich vom Sinn und denkt sich sein Teil, so ist doch. Also woher nimmt man da ein Mordmotiv? Kollektivhass? Oder haben die Dorfbewohner den Herrn Lancelotti aufgegessen? Das ist eine unglaublich intelligente Theorie. Damit konfrontieren wir jetzt die Frau Lancelotti. Da sind's. Münchnerinnen und Münchner fahren Richtung Gewerbegebiet. Verstanden. Das kann ich mir schon vorstellen, wo die jetzt hinfahren. Zu Lancelotti, ihrer Arbeit. Ja, da sind's noch hinfahren. Michael Mellinger? Ja, Herr Mellinger, Hauptkommissar Gesottner. Sie, da kommen jetzt gleich die Kollegen aus München. Die haben ein paar Fragen wegen der Frau Lancelotti. Ja, die machen einen dermaßigen Wirbel. Es ist bloß, dass sie es wissen. Gell? Also, ja, für deiner. Ja. Der Wasserfall kommt einmal in der Stunde und mit der Zeitschaltuhr müssen wir noch schauen. Ist das soweit alles klar? Ja, ist alles klar, Frau Mellinger. Spatzl, jetzt habe ich den Termin mit dem Bettendesigner vergessen. Wir müssen los. Laura, Sie kümmern sich vielleicht ums Telefon, weil der Hohenberger ruft gleich an. Was hat Frau Lancelotti? Ich habe so gehofft, dass Sie wiederkommen würden. Grüß Gott. Aber der Termin ist doch erst nächste Woche. Ja, ich habe da ein bisschen was durcheinander gebracht. Deswegen müssen wir jetzt Gas geben. Kennen Sie den Herrn Bernlocher? Wir kannten keinen Herrn Bernlocher. Also den Namen schon von den Schildern an der Autobahn, aber nicht persönlich. Aha. Und warum glauben Sie, haben die Leute Sie nicht gemocht? Weil wir nicht von hier sind. Andere Frage. Hatten Sie im letzten Jahr hier im Ort irgendeine Begegnung auf vertrauterer Basis, also außerhalb der ehelichen Norm? Das mit den Freundschaften, das dauert hier etwas. Meine Kollegin fragt, ob Sie fremdgegangen sind. Wir hatten eine gute Ehe. Ja gut, das eine schließt das andere nicht aus. Nein. Wir sind doch auf Ihrer Seite. Ich schwöre Ihnen, da war niemand anderes. Sie, der Herr, der gerade eben mit der Dame im Rollstuhl so schnell abgedampft ist. Wer war das? Das war der Chef, der Herr Mellinger. Mit seiner Frau. Die hat Multiple Sklerose schon seit über 10 Jahren. Danke. Danke. Muss ich denn da unbedingt mit? Na ja, ist doch viel schöner, wenn du dabei bist. So. Herr Mellinger? Ja, Spatz im Moment. Grüß Gott, Flirl, Kripo München. Und das ist mein. Ja, ich hab's wahnsinnig eilig. Neuhauser, wir untersuchen das Verschwinden vom Herrn Lancelotti. Den kenne ich ja kaum, was soll ich da sagen? Ein bisschen was vielleicht? Naja, weil Sie mit der Frau Lancelotti ein Verhältnis gehabt haben, dachten wir. Also,
infame Lüge. Kommen Sie dann kurz mit nach München, dann protokollieren wir das schnell. Jetzt hören Sie mal zu, meine Frau hat MS, wir haben einen dringenden Arzttermin und müssen los. Jetzt sagen Sie halt, wie es war und dann ist vorbei. Erfahrt es meine Frau? Von uns nicht. Das war keine Affäre. Ich hab sie mal heimgefahren, da hat sie ein bisschen was getrunken. Mein Gott, das ging aber eher von ihr aus. Ich meine, wir sind ja beide verheiratet und meine Frau hat MS. Hat die Frau Lanzelotti Ihnen erzählt, warum ihr Mann verschwunden ist? Ja, also erst hat sie geglaubt, dass der Mann durchbrennt ist, weil er seinen Pass mitgenommen hat. Und jetzt spinnt sie umeinander. Also zwischen der Frau Lanzelotti und mir, das war wirklich nur eine ganz kurze Geschichte. Die tut mir eigentlich nur noch leid. Anton? Spatzel? Spatzel? Ich weiß doch auch nicht, warum er seinen Pass mitgenommen hat. Nicht fürs Ausland. Was soll er denn da? Der war am glücklichsten hier bei mir, zu Hause. Sie glauben mir nicht mehr, oder? Es wird helfen, wenn Sie uns die Wahrheit sagen. Frau Lanzelotti, Sie haben studiert und jetzt arbeiten Sie hier als Verkäuferin in einem Möbel. Ich arbeite sehr gerne hier. Das ist alles, was ich noch habe. Ich würde durchdrehen allein zu Hause. Sie haben Geldprobleme und Sie gehen fremd. Und jetzt sagen Sie immer noch, Sie haben eine super Beziehung zu Ihrem Mann. Das passt doch nicht zusammen. Wir haben nicht miteinander geredet. Wir haben uns verschuldet. Das hat er gewusst, das habe ich gewusst. Aber wir haben nie gestritten. Wir haben was Schlimmeres gemacht. Wir haben immer so getan, als wäre alles wunderbar. Und Ich war eine schlechte Frau. Können Sie uns bitte sagen, was Ihr Mann genau gemacht hat, bevor er verschwunden ist? Wir waren zusammen beim Großmarkt und dann haben wir einen Kaffee getrunken bei der Bäckerei. Und dann hat er seinen Wagen getankt und gewaschen. Zu Hause hat er dann seine Sporttasche gepackt. Ich habe den Lachs zubereitet und dann kam er noch mal in die Küche, um sich die Hände zu waschen. Und dann hat er mich noch mal geküsst. Hat er vollgetankt. Und dann hat er seine Tasche gepackt und seinen Pass mitgenommen. Schauen Sie, ich habe seitdem jede Sekunde darüber nachgedacht. Und ich habe sie angelogen, ja. Und ich weiß, dass sie mir nicht mehr glauben, aber Fabian hat mich nicht verlassen. Haben Sie geglaubt, dass wir immer weiter ermitteln, wenn Sie uns von Ihrer Affäre und dem Pass erzählen? Wir melden uns, Frau Lanzelotti. Bring sie noch raus. Du hast den Schlüssel. Die hat uns aber sauber verarscht. Angelika, jetzt passe mal auf. Wir sind hier nicht die Moralapostel vom Dienst. Und nur weil einer eine gesunde Sexualität hat, heißt es nur lange nicht, dass er deswegen ein schlechter Mensch ist. Und selbst wenn sie jetzt ein schlechter Mensch wäre, hat sie immer noch das Recht, dass man ihr glaubt. Stell dir mal vor, alle wissen besser, warum dein Mann verschwunden ist, als du selber. Ist doch klar, dass man da anfängt zu schwindeln. Ist er völlig in die Ecke gedrängt. Ganz allein die arme Frau. Mir tut's ja auch leid. Du bist ja richtig sensibel. Ja, Angelika, ich bin ein sehr emotionaler und sensibler Mensch. Ich zeig's bloß nicht jedem. Das hast du aber gut verborgen. Du. Wie wäre es, wenn wir uns einfach noch mal neu kennenlernen würden? Ein Bier trinken und bei Null anfangen. Ja, gern. Finde ich gut.
kennt einen wunderschönen Ort. Dann nehmen wir unser Bier mit, okay? Bin gleich wieder da. Wahrscheinlich mehr wie als dir, aber du brauchst ab morgen nicht mehr kommen, die Polizei war heute. Michael, gib mir noch einen Monat Zeit, bis ich was Neues gefunden habe. Ich bitte dich. Ja, ich zahle dir natürlich 2 Monate weiter deinen Lohn, aber du weißt, wie krank die Claudia ist und das mit dir, das hat sie heute sehr verletzt. Da fahren sie in die Alpen. Eigentlich. Grüß Sie, Frau Lanzelotti. Und? Sind Sie zufrieden mit den Münchner Kollegen? Die glauben mir wenigstens. Ja, die haben halt ihre Methoden, Sie zu verhören. Wollen Sie mir sagen, die denken, ich hätte meinen Mann umgebracht? Sonst gibt's ja nicht so viele Verdächtige. Wissen Sie, es wird schon viel geredet hier. Na, ich wünsche mir so von Herzen, dass sich die ganze Sache ganz schnell aufklärt. Ja? Und dass Sie sich nicht so ausgestoßen fühlen, Frau Lanzelotti. Das wollte ich Ihnen bloß noch mal sagen. Also, für den Gott. Prost. Auf uns und darauf, dass wir jetzt ein Team sind. Weißt du, was ich früher gemacht habe? Stewardess, Inlandsflüge. Und ich habe das Sonderprogramm der Polizei nur gekriegt wegen meinem Onkel. Und das ist nicht nur mir klar, sondern auch allen Kollegen. Das wird nichts mit dem Fall, weil wenn ich was anfasse, das wird nie was.
Das war schon immer so. Brauchst du nicht gleich aufhören deswegen? Das stimmt doch nicht, was du sagst. Du kannst doch was. Schau mal, das im Wirtshaus. Das war doch super, das war richtig schlau. Mach dir eine kleine Wisp bist. Wird das jetzt eine Lebensberatung? Worüber stolperst du, wenn du über den Fall nachdenkst? Also, wenn die Frau Lancelotti nicht gelogen hat, dann haben weder sie noch ihr Mann gewusst, dass er in Lebensgefahr ist. Ich glaube den Leuten im Dorf, dass sie die Lancelottis kaum kannten. Und ich glaube auch nicht, dass es ein kollektives Motiv gibt. Okay, dann gehen wir mal davon aus, dass das Motiv für den Tod von Lancelotti nichts mit ihm persönlich zu tun hat, sondern einfach nur mit der Tatsache, dass er zur falschen Zeit am falschen Ort war. Kennst du das Beispiel? Jemand will sein Gewehr ausprobieren, stellt sich auf die Straße und sagt, den Ersten, der vorbeigeht, den schieße ich jetzt tot. Und dann vergrabe ich ihn. Und das war der Herr Lancelotti. Wenn wir das Motiv nicht kennen, dann kennen wir den Mörder nicht. Genau. Ich glaube, Frau Lancelotti kennt das Motiv. Sie kann es nur nicht in Beziehung zum Mord setzen. Bringt sie mir morgen her, dann spreche ich mit ihr. Lancelotti? Hallo? Ihr könnt's kommen. Der Leichenstarre nach ist seit 6 bis 8 Stunden tot. Höchstwahrscheinlich Suizid. Der Alkohol hat die Wirkung von dem Schlafmittel verstärkt und dann war's vorbei. Was riecht denn hier so nach Erdbeer? Kann das jemand abstellen? Sie gewarnt. Aber Sie haben das alles wieder aufrühren müssen. Sie sind schuld. Sie haben die arme Frau in den Tod getrieben. Wir haben da doch nichts getan, oder? Sag. Ich bin gestern noch einmal hier gewesen, Ihr Mut zu sprechen. Ihre Kollegen haben Sie durch Ihren Mordverdacht völlig verrückt gemacht. Tatsächlich. Sie scheinen ja sehr gut Bescheid zu wissen, Herr Kollege. Schottner. Geht's nach Hause.
Sie sind ja gar nicht zuständig. Sie sind doch gar nicht von der Mordkommission, oder? Wo sind denn die Kollegen, die wo da zuständig sind? Sie oder wer? Ha? Sie waren das. Sie haben der Frau Lanzelotti gestern Abend Angst gemacht. Tipsi, schau mal. Weißt du, das ist? Das ist der Irre, der ehemalige Chef von der Mordkommission. Der aus der Zeitung, der mit dem Hau. Der? Ja, der. Ich habe mir einen 14 Stunden lang vernommen, danach hat er sich erhängt. Damit gehe ich ins Bett und damit stehe ich auf. Aber diese Frau hat sich nicht wegen euch umgebracht. Der das behauptet, der hat selber ein schlechtes Gewissen, der schlägt um sich. Nein, ihr habt's gut gearbeitet. Ist sympathisch, dass Sie weinen, Frau Flirl. Es nützt nur nichts, weil wir werden den Mord nicht mehr aufklären. Ja, Harald, den Fall nehmen die uns weg. Und ihr fragt euch ein Leben lang, was hier wirklich passiert ist. Womöglich jeden Tag mehrmals. Es sei denn. Nehmt die Protokolle. Wir rekonstruieren die letzten Stunden des Herrn Lanzelotti. Wir lösen das jetzt induktiv. Das ist eine Technik, die hat er angeblich beim FBI gelernt. Magst nicht lieber da bleiben? Auf keinen Fall! Grüß Gott, Herr Zangl. Warum wir keine Waffen? Na, das ist besser, wenn der Ludwig keine gefährlichen Gegenstände in die Finger kriegt. Ach so. So einen ist er gefahren, der Lanzelotti, oder? Ja, sogar die Farbe stimmt. Mhm. Darf man behilflich sein? Der interessiert mich, kann man den mal zur Probe fahren, den Wagen? Probefahrt? Wenn er mir gefällt, zahle ich bar. Setz dich hinter. Und nur 2 Stunden. Und nur im Stadtgebiet. Das sind fast 300 PS. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Hat Fabian Lanzelotti den gelben Sack und die Biotonne rausgestellt. Das war um 13.30 Uhr ungefähr, weil um 14 Uhr der Müll abgeholt wird. Oder nicht? Ja, also. Die 2,7 Kilometer entfernten Großmarkt im Gewerbegebiet der Gemeinde haben wir dann eingekauft. Was kaufen wir ein? Was wir einkaufen? Wir wollten zusammen für das Abendessen einkaufen. Lachs, Toastbrot, Weißwein, Tiefkühlblätterteig, Frischhaltefolie. Tiefkühlblätterteig. Lachs. Frischhaltefolie. Frischhaltefolie. Frischhaltefolie.
Dann haben wir uns ein Plunderhörnchen geteilt und je einen Cappuccino getrunken. Er mit Zucker und ich ohne. Noch ein Plunderhörnchen. Nochmal dasselbe, bitte. Noch eins. Ja? Wo ist denn der Herr Schaller? Ist der bei Ihnen? Ja, Herr Zangel, ich kann jetzt... Wenn Sie ihn treffen, mögen Sie bitte was ausrichten. Ich habe eine Dienstaufsichtbeschwerde aus Engelbach. Bitte stellen Sie die Arbeit ein und kommen Sie zurück. Ja gut, ich werde es ausrichten, danke. Meine Güte, passen Sie doch auf! Haben Sie keine Augen im Kopf? Feindseligkeit. Ja, genau. Und dann sind wir tanken gefahren und in die Waschstraße. Unsere Abteilung wird geschlossen. Was? Na, der Onkel, der findet schon wieder was für dich. Gott, der eine da zu euch, der rennt gerade in die Waschstraßen. Mutter Erstein Finster zu. Achtung, giftige Dämpfe. Fenster zu. Achtung, giftige Dämpfe. Motor ausstellen, Fenster zu. Achtung, giftige Dämpfe. Kaffe jedes Auto. Das Schild bitte fotografieren. Sag mal, spinnst du? Bist du narrisch? Ist gut, wir nehmen ihn wieder mit. Komm, Ludwig. Komm. Ich glaube, ich weiß, was die Lanzelotte vorgehabt hat. Zu meiner Idee passt, dass Lanzelotte sich die Hände gewaschen hat, bevor er weggefahren ist. Weil hier lagen die Winterreifen für den Wagen. Die hat er in den Kofferraum gehievt und deswegen hat er sich die Hände gewaschen. Warum? Ich hab kein Geld mehr. Ich hab kein Geld mehr. Erinnert ihr euch? Ein Ehepaar, das sich angefeindet fühlt, das finanziell überlastet ist, aber nicht darüber spricht. Ich bin überzeugt davon, dass Lanzelotti hinter dem Rücken seiner Frau das Auto verkaufen will. Deswegen nimmt er auch den Pass mit. Und der Käufer könnte der Mörder sein. Du, Ludwig. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ihr fahrt zur Tankstelle und findet raus, wer ihr Autos kauft und verkauft, und ich telefoniere die Händler in der Gegend ab. Das bringt aber nichts, weil der Zangel... Das mache ich von hier aus. Denn vermutlich werde ich gleich beurlaubt. Das Schild, das gehört da schon lang weg. Der kauft nichts mehr. Wer? Unser Mechaniker, der Manni. Der hat ja früher mit Gebrauchtwagen gehandelt, aber das rentiert sie nicht. Der Manfred Enfelder? Ja, genau. Wo ist denn der jetzt? In seiner eigenen Werkstatt. Der ist ja bloß noch dreimal die Woche hier bei uns. Der hat den Job hier ja nur, weil der Toni Bernlocher ihm hilft. Weil das gehörte ja alles seinem großen Bruder, dem Gustav Bernlocher. Und wo ist die Werkstatt vom Herrn Entfellner? Die ist da Richtung Autobahn. Warten's, ich mach's erna auf, weil das ist ein bisschen schwer zum Finden. Ihr wart's bei der Frau Lanzelotti, gell? Ja. Ja, schlimme Geschichte.
beim Namen Lancelotti werde ich immer dran denken, dass ich schuld an ihrem Tod bin. Du, das ist in der jetzigen Situation ein unglaublich blöder Satz. Hallo? Grüß Gott. Grüß Gott. Kann ich Ihnen helfen? Ja, wir suchen den Herrn Entfelder. Und der Manni, der ist beim Neurologen. Beim Neurologen? Und was machen Sie da? Ich wollte ihm gerade einen Anrufbeantworter einschalten. Sie sind ein wirklich guter Freund, oder? Na ja, den braucht er. Dass Sie ihm sogar den Anrufbeantworter einschalten? Ja, wissen Sie, wenn er depressiv ist, nachher ist er immer so ein bisschen lätschert. Aber kann er nichts dafür. Außerdem, ich wohne da. Am Manni habe ich ja bloß die Werkstatt vermietet. Ach, das gehört alles Ihnen. Ist das ein Erbstück oder verdient man da so viel als Hausmeister? Nein, nein, ich bin ja der Facility Manager. Das ist schon einmal was anderes als der Hausmeister. Geh, Sie putzen doch Klo, ich hab's doch gesehen. Ist doch nichts dabei. Nein, nein, ich kontrolliere die Räumlichkeiten, putzen da gar nichts. Das ist ein Mordsunterschied. Kannten Sie den Herrn Lancelotti? Nur vom Sehen. Aber das habe ich doch einer Kollegin schon gesagt. Sie, wenn Sie da die Klos putzen als Hausmeister, das lernt man doch alle an. Ganz ehrlich, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein fremdes Klo putzt. Uns interessiert ja nur, ob der Herr Lancelotti Geschäfte gemacht hat, von denen Sie was wissen. Das weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht aus mit Autos. Wie kommen Sie jetzt auf Autos? Was? Wieso? Autos halt. Sie haben doch gerade selber gesagt, dass Sie zum Manni wollten. Und der ist Mechaniker. Der wird sich um Autos gehen, oder Moment nicht? Moment mal, Herr Bernlocher. Das möchte ich jetzt genau wissen. Sie haben doch gerade gesagt, Sie verstehen ja nichts von Autos. Wie Sie es gesagt haben, was haben Sie da genau gedacht? Ich muss jetzt wirklich leider los. Hol mal Verstärkung. Herr Bernlocher, bleiben Sie mal da. Wissen Sie was? Herr Bernlocher, wir fahren jetzt zusammen nach München. Und? Also gut, der Manni. Ja? Der Manni hat ein Geheimnis. Ein Geheimnis? Was denn für uns? Ich zeig Ihnen mal was. Nein, nein, das machen wir später. Bleiben Sie mal da. Lass die Finger da weg. Danke, Mann. Sottner, Polizeiinspektion Engelbach. Flirl. Wir brauchen Verstärkung. Wir sind hinter Engelbach Nord. Wo? Hallo. Wie ist denn die Adresse? Halt! Grupp 7! Was? Wo seid ihr? Habt ihr Grupp gesagt? Wir werden angegriffen, Mann! Mein Kollege ist schwer verletzt! Hallo? Hallo! Ich glaub, das war's. Thank you.
Sie verletzt? Mein Kollege stirbt! Hallo? Alex, schnell, komm! Das ist ja bloß der Toni. Ja? Nein, nichts Neues, Herr Zange. Sie operieren jetzt ein zweites Mal. Ja, gut. Wiederhören. Gehen Sie ruhig heim, Frau Flöhl. Nein, es ist alles in bester Ordnung. Ich hab dich nur gerade vermisst. Du, ich wollte nur sagen, wir machen im Frühjahr unsere große Reise, gell? Ja, bis gleich. Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit kennzeichnen eine Technologie, die aus Abfällen ein hohes Gut produziert: Energie und hochwertigen Pflanzendünger. Sie das Märchen von den zwei Brüdern, Herr Bernlocher? Da waren zwei Brüder, der eine stinkreich, der hat alles gehabt, der andere war arm und hatte nichts. Und wie er immer ärmer wurde, ist er auch immer wütender geworden. Und dann hat er eines Tages eine Idee. In der Tankstelle von seinem Bruder, dem er die Klos betreut, sieht er ein ganz prächtiges Auto. Und weil der Eigentümer von dem Auto ein Außenseiter ist und weil er spürt, dass der Mann Geld braucht, sagt er zu ihm: Ich gebe dir ganz besonders viel für den Wagen. Und als der Mann dann zu ihm kommt, hat er schon alles vorbereitet. Haben Sie den Maler hier? Wie neulich auch? Weil er weiß, dass er das Auto gar nicht zahlen kann. Will er den Mann umbringen? Meine Frau wartet zu Hause. Bitte tun Sie mir nichts. Aber als er dann mit der Leiche alleine ist, das überfordert ihn. Jawohl, das weiß ich, weil er da liegt. Er weiß nicht mehr, was er tun soll und ruft den großen Bruder an.
Der soll ihm helfen. Das weiß ich auch nicht, Gustl. Das haben sie gut gemacht. Die Leiche vom Lancelotti findet man nicht mehr. Die ist übers Feld verteilt als Dünger. Oder in der Biogasanlage verdampft. So ein schönes Büro. Hätte ich auch gern gehabt. All das Leder und die Edelholzoberflächen. Ja, sicher pflegeintensiv. Aber hier täglich mit so einem weichen Lappen alles wischen, das wird mir Spaß machen. Macht Spaß? Oder haben Sie Angst? Weil die Einzelteile von dem Wagen sind noch da. Ich könnte jetzt die Kollegen anrufen. Wenn Sie sich so sicher sind, wieso machen Sie es nicht? Meine Abteilung ist zugesperrt. Ich bin über 50. Bald habe ich nicht mal mehr einen eigenen Schreibtisch. Schauen Sie mal da raus. Kommen Sie, Herr Bernloher. Schauen Sie mal da runter. Die ehrgeizige junge Frau da unten. Die Frau Flürl, das ist die Nichte vom Polizeipräsidenten. Die kriegt meinen Job. Für die wird das ein toller Einstieg, wenn wir sie festnageln. Aber ich habe nicht mal mehr Pensionsansprüche. Ja. Was interessieren mich jetzt da Ihre Pensionsansprüche? »150.000 und keiner durchsucht ihre Silos nach Kfz-Einzelteilen.« »Und wenn am Ende doch jemand kommt?« »Wir wissen doch beide, dass es dann keinen Beweis mehr gibt.« »Und ihr polizeilicher Ehrgeiz?« »Der richtet sich im Moment darauf, in Würde zu altern.« An einem warmen Ort mit meiner Frau, so wie ihr versprochen. Nur ohne Geld geht das schlecht. 150.000 und wir lassen ihre Silos in Ruhe. Ich bin's. Durchsucht die Silos. Ich war mir nicht ganz sicher. Und so haben wir erfolgreich auf dem Anwesen Einzelteile des verschwundenen Jaguar sicherstellen können. Ziel war offenbar, sie als Ersatzteile nach Osteuropa zu verkaufen. Im ersten Stock. Jetzt die Silos. Suchst nach Autoteilen. Der Unternehmer Gustav Bernlocher wurde festgenommen. Das verdanken wir der großartigen Kooperation des Landkreises Engelbach. Das ist wirklich ein schöner Erfolg für uns alle, der Herr Kollege. Ja. Und dich kriege ich auch noch. Doch. Nicht nur. Und deswegen möchte ich auch im Namen des Herrn Polizeipräsidenten Dr. Flierl ein besonderes Lob aussprechen. Ich habe da was vorbereitet für dich, Helmut. Ein paar Sätze, die liest du schön vor. Sonst erfahren alle, wie du die Ermittlungen behindert hast. Nicht, dass einer denkt, du bist korrupt. Wir sind besonders stolz auf die Lösung dieses an sich ja unlösbaren Falles durch meinen geschätzten und überaus kompetenten Kollegen Ludwig Schaller und sein Team. Es ist mir eine außerordentliche Freude, den Ermittlungshorizont seiner Abteilung deutlich zu erweitern.
ist ja mein Herzangel. Danke. Herr Dr. Flirl, danke. Herzangel, das hab ich doch gar nicht verdient. Und meine Abteilung kriegt ein neues Büro. Und du spuckst mir noch einmal in die Suppen. Danke, ja, passt schon, ich bin ja fast schon wieder gesund. Er lässt sich nicht helfen. Was ist denn das? Ich dachte halt, weil wir jetzt wieder ein komplettes Team sind, dachte ich halt, habe ich das gemacht. Aha. Wir haben schon noch was zu tun. No, really.